noch vorstelle, wie Hubertus mit der Rose im Mund auf Ursula zutanzt, denke ich doch, aber möge die Rose doch keinen Rost oder Mehltau haben, weil sonst ist es nicht so schön. Und da sind wir schon beim Thema. Fantastisch, oder? Komm, das schlagen wir jetzt mal für einen Grimme-Preis. Das war eine Moderation, die ist aber... Und schon sind wir bei unserem nächsten Gast, denn wenn Sie zu Hause vielleicht, also ich war die letzten Wochenenden ausschließlich im Garten und habe knietief in der Erde gestanden und habe dabei zugesehen, wie alles jeden Tag um 2 Zentimeter aus dem Garten, aus den Ästen und den Zweigen heraussprießt. Ich bin euphorisch, aber ich sehe schon, dass die Rose sich bereits wieder unter der Rollwespe sozusagen zusammentrullert. Wir haben heute Hilfe bei uns, denn der Pflanzendoktor und Gärtner ist bei uns und er wird uns jetzt ein paar Tipps geben. René Wardas, herzlich willkommen. Weil tatsächlich Pflanzen einfach krank werden können und dementsprechend können sie auch geheilt werden. Genau, und das ist ganz wichtig. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch den Pflanzen annimmt. Also es gibt ja Tierärzte, Menschenärzte, alles, aber für Pflanzen sollte es auch Ärzte geben, weil Pflanzen haben eine Seele. Eben, man würde ja jetzt auch bei Menschen nicht auf die Idee kommen, zu sagen, komm, kauf mal neu oder... Ab auf den Kompost. Ab auf den Kompost. Ja, genau. Problemmüll. Ja, muss ja, ja. Kann man ja auch schreddern, aber... Genau, ja. Ja, nee, deswegen, also jetzt, Sie haben tatsächlich eine Arzttasche, darf ich mal gucken, was da drin aber ist, sicher. Weil ein Stethoskop wird da vermutlich also, ja nicht drin sein. Also das ist ja eine ganz schöne Tasche. Also eigentlich ist es eigentlich eine Hebammentasche. Ja. Ja. Also das könnte er mir bestimmt bestätigen, aber es ist halt, ja, alles das, was ich erstmal brauche für die erste Hilfe. Also das habe ich hier alles drin. Also, ja, also wenn ihr mal reingucken möchtest. Ich sehe da viel Dünger. Also Dünger, das ist halt unterschiedlich. Also ja. Ich habe so ein paar Sachen, wichtige. Also ein Quietscheentchen? Ja, ein Quietscheentchen. Das ist immer zum Ablenken. Für die, also wenn du jetzt Probleme mit deiner Pflanze, dann drückst du da und immer so und das reagiert dich ab. Da bist du total entspannt. Du bist dann für die Mutti, ja? Genau. Und dann gibt es noch unterschiedliche Möglichkeiten. Also, was haben wir denn hier? Also, zum Beispiel, also hier habe ich was drin. Also, das sieht doch aus. Wie sieht das aus? So ein Teebeutel, oder? Teepads, ja. Das sind, oder Kaffeepads. Kaffeepads? Ja, Kaffeepads, ja, genau. Aber was ist da drin? Da ist Reinfahren drin. Und mit diesem Reinfahren, ich brauche ein bisschen heißes Wasser. Reinfahren. Reinfahren. Ist eine Chrysanthemenart. Mhm. Ja? Und das ist hier so Pulver und da koche ich ja so einen Tee draus und behandle dann die Pflanzen damit. Und was passiert dann? Alles, was so kreucht und fleucht und was die Pflanzen so anbeißen und anfressen will. Wir wissen ganz genau, reinfahren ist giftig, also gehen Sie da nicht ran. Machen großen Bogen rum. Also kann man sich nicht so einfach reinfahren. Nicht reinfahren. Nee, also viele sagen dann auch, wie reinfahren geht auch. Klar, ja. Kann man so in so einen Baum reinfahren, dann geht der, ja, aber nee. Aber das ist ja fantastisch. Also das heißt, ja. Sie arbeiten vornehmlich auf pflanzlicher Basis und weil meine Schwiegermutter sagte zu mir, jetzt, wenn ich mir die Rosen ansehe, ist perfekt zu spritzen. Genau. Und dann dachte ich mir, da frage ich mal doch mal den Herrn Wardas. Also soll man jetzt tatsächlich Gift auf die Rosen machen, damit Kein Gift. Also immer Pflanzenstärkung. Das heißt also, ich nehme zum Beispiel Ackerschachtelhalm und so oft wie möglich immer damit sprühen und dann mache ich die Pflanzen widerstandsfähig. Das heißt also, das ist also nicht nur die Rosen, sondern auch alle Pflanzen. Okay. Also sprechen Sie auch mit den Pflanzen? Aber sicher. Echt jetzt? Aber sicher. Und das kann man auch. Das hilft wunderbar. Lieber ja? Ackerschachtelhalm. Und hier habe ich auch was für Hubertus. Was ist das? Das sind Sexuallockstoffe. Sieht auch aus wie ein Kondom. Ja, ja, sieht aus wie ein Kondom. Was ist das? Sexuallockstoffe. Und warum? Das ist halt, die Männer sind eigentlich immer hormongesteuert. Ach ja, so. Frauen ja, ja gar nicht. Ja. Aber ja. Männer mehr. Also das okay. Heißt also, was mache ich damit? Das sind so Lockstoffe. Ja. Damit kann ich halt die Insekten, aber die Männchen eigentlich nur ein bisschen irritieren. Die denken dann, wenn ich das jetzt hier aufmachen würde, dann würden hier lauter Falter ankommen und würden denken, oh, auf die Geldtafel, dann bleiben sie kleben. Hübsche ja? Frauen würden die vorbeikommen. Ah. Genau. Genau. Und das ist ja toll. Und ja. Wo befestigen Sie das? Da gibt es so kleine Häuschen. Ja, da sind so Häuschen, hier ist so ein Kleber drauf. Im Prinzip wie eine Mottenfalle einfach. Ja, genau. Okay. Aber ganz wichtig ist immer, was machen die Leute immer falsch? Die hängen das natürlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Apfelwickler, den in meinen Apfelbaum nicht haben möchte, was machen die Leute? Die hängen natürlich diese Falle in den Apfelbaum. Das ist natürlich falsch. Ja, da locke ich die doch alle rein. Ja, klar. Das heißt, wenn da der Apfelwickler vorbeifliegt, das Männchen, und sagt, boah, das ist eine Party. Ist denn ein Apfelwickler? Das ist eine Made. Die Blätter so umwickelt, dass die so aussehen, als wäre da eine Spinne? Nee, das sind die Proteine in der Frucht. Ja. Das heißt also, wenn sie dann in den Apfel beißen, merken sie auf einmal, da ist ein Wurm drin. Mhm. Ist nichts für Veganer, aber... Nee, ja. Ich fühle mich jetzt so schuldig, nachdem Sie gesagt haben, man muss sich auch um die Pflanzen kümmern. Ich habe so lange, war ich wirklich mit meinem großen Riesenbuchs. Ich habe für ihn gekämpft, ich habe ihn bespritzt, ich habe das Ölzeug verwendet. Ich habe stundenlang mit meinen Kindern diese
Zünsler rausgepult. Ja? Vor einem Jahr hätte ich ihn so einen Humpenraupen mitgebracht. Und dann irgendwann, ich habe aufgegeben. Ich habe ihn jetzt gegen abge... Vielleicht hast du nicht die richtigen Sachen zu ihm gesagt. Was? Das ist doch eine Epidemie, diese Katastrophe. Da habe ich auch was ganz... Oh, das, ja, hier wird sauber gemacht. Ja, von mir. Ja. Das kommt jetzt angeflogen. Also, was sieht das aus? Das ist Algenkalk, ganz einfach Algenkalk. Ja. Und diesen Algenkalk streue ich auf den Buchsbaum. Richtig schön drauf. Und was passiert dann? Also, man muss sich das vorstellen, wenn ich jetzt auf den Salat Algenkalk streue und würde den jetzt essen wollen, oder ich streue das jetzt mal hier drüber. Das wollen sie nicht. Und das will der Zünsler auch nicht. Und der hört sofort auf zu fressen. Sofort. Der merkt, ja, dann regnet es und dann ist der Algenkalk. Nein, der Algenkalk ist so fein, der setzt sich wirklich am Blatt fest und wird kaum weggewaschen. Und darum geht auch nur Algenkalk. Und es geht auch nur dann, wenn es halt so pulverig ist. Und wie oft muss ich das machen? Weil ich meine, dreimal im Jahr. Also deshalb, manchmal reicht es auch zweimal im Jahr. Aber wenn es dolle regnet, würde ich sagen dreimal im Jahr. Und dann ist das Dr. Ummes guckt sehr interessiert. Haben Sie einen Blick für Pflanzen? Ich hab nur Orchideen bei mir zu Hause, weil die so einfach sind zu pflegen. Und die sind wunderschön. Und ich muss nicht ständig um sie kümmern, wenn ich in der Klinik bin. Und das wächst und blüht und schön. Genau, man darf nicht zu viel gießen bei Orchideen. Man darf nicht zu viel pflegen. Nicht zu viel. Also manchmal ist weniger mehr. So, aber jetzt kommen wir mal zu viel. Ist auch schön, weil man kann ja tatsächlich, und das ist bewiesen, wir haben ja auch letztens den Peter Wohlleben hier gehabt als Förster, der ja ganz klar sagt, Pflanzen, Bäume sind Lebewesen, kommunizieren miteinander. Sie sagen ja auch, dass eine Tomate zum Beispiel sich unter der Pflege und unter Streicheleinheiten und vielleicht einem guten Zuspruch tatsächlich anders entwickelt. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Also ganz einfach, wenn ich Tomaten auf der Fensterbank anziehe, ist ja schon fast, die kommen ja jetzt schon fast raus, Wetter ist ja bombastisch, immer wenn der Pflanzenarzt da ist, ist Wetter gut. Und wenn man jeden Tag einmal über die Tomate streichelt, ja, dann wird sie richtig kompakt und stark und widerstandsfähig. Warum? Das glaube ich nicht. Ja, das kannst du aber biologisch bestimmt erklären. Ja, biologisch kann ich das... warum kann ich das bio... Das kann man erklären, ganz einfach, weil auf der Fensterbank zum Beispiel fehlt einfach der Wind. Das macht der Wind, das macht die Natur. Die kommt immer über die Pflanze und pustet über die Pflanze und lässt die Pflanze bewegen. Ja, und auf der Fensterbank ist das nicht, außer man hat mal Durchzug. Ja, aber so mache ich das. Entweder ich puste sie an oder ich streichel sie. Kann ich mir aussuchen. Beides ist das Gleiche. Mit dem Föhn, dann glaubt die Tomate... Also dann wird die zu heiß. Diese Tomaten sind, glaube ich, nicht gestreichelt. Nein. Nein, die sind lackiert worden. Ich glaube, sie sind künstlich. Aber es ist ja auch, es steht ja auch, wenn man immer sagt, du sprichst mit deinen Pflanzen, es geht, glaube ich, ja auch immer im übertragenen Sinne darum, dass man sagt, man muss Zuwendung einfach den Pflanzen zukommen lassen. Und darum habe ich auch was mitgebracht. Also ich habe ja für jeden was mitgebracht, weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder halt merken soll, dass eine Pflanze nicht nur einfach Pflanze ist, dass man Pflanzen nicht einfach mit Füßen tritt, wie so ein Rasen oder so. Ja, das ist halt einfach. Also hier hat man zum Beispiel eine richtige schöne Pflanze. Also das. Und jeder kriegt jetzt so eine Pflanze von mir geschenkt. Was ist das? Ui. Man sieht Marihuana. Das. Nein, nicht Marihuana. Ja. Ich nehme den Algenkalk. Die Sendung heißt nicht Wünsch dir was. Ja, genau. Was ist mit der Pflanze? Sie sieht jetzt ein bisschen komisch aus, oder? Und warum? So eingerollt. Ja, die schläft. Die Pflanze schläft. Ist einfach zu dunkel hier. Die Pflanze sagt, es ist mir jetzt einfach viel zu dunkel und viel zu laut und so. Und jetzt fange ich an hier und schlafe. Und wenn ich die jetzt noch berühren würde, so ein bisschen, dann sieht man so, wie sie dann noch mal ein bisschen, also jetzt schläft sie schon fast, aber die geht halt noch weiter runter und lässt echt die Köpfe hängen. Okay. Und morgen früh, gucken Sie sich die Pflanze an, wenn die auf der Fensterbank oder so, dann steht sie in voller Pracht und macht ihre Blätter auf und sagt so, guten Morgen. Und wenn Sie den aber, wenn Sie den wieder anfassen wollen, dann faltet sie ihre Blätter wieder zusammen. Aber das Coole an dieser Pflanze ist halt einfach, dass sie lernen kann. Das heißt, wenn Sie die 20 Mal überstreichen, dann merkt die irgendwann, also der ist nicht doch, schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Also jetzt muss ich meine Blätter nicht mehr zusammenfalten. Ja, das ist halt, genau. Und darum, jeder kriegt so eine schöne Pflanze. Und da kann man gleich mal sehen, ob man einen grünen Daumen hat oder nicht. Ja. Das finde ich toll. Jetzt gehen wir mal wirklich weiter. Herr Doktor, du musst das ausnutzen. Nein, natürlich, du hast ja extra, du wusstest ja, dass René Maders zu uns kommt, deswegen hat Sonja Kraus was mitgebracht. Genau, ich habe hier schön kontaminierungssicher im Klarsichtbeutelchen
die Auerblätter von meinem Kirschlorbeer mitgebracht. Gucken. Das ist das Einzige, was wirklich nicht funktioniert. Es gibt zwei Fragen. Also, was ist das? Man sieht schön diese Löcher hier. Das ist eine Pilzkrankheit. Mhm. Die nennt sich auch in Fachkreisen Schrotschusskrankheit. Mhm. Also, hier hilft kein Zurückschießen. Also, manchmal sagt man, dann schießt man halt zurück. Nein, das funktioniert nicht. Das ist eine Pilzkrankheit, die immer entsteht dann, wenn wir hohe Feuchtigkeit haben. Ja, und das ist auch ein Kirschlorbeer. Ich denke mal, das sieht aus wie die Sorte Rotundifolia, die eigentlich hier bei uns auch gar nicht so. Wo wohnen Sie? Frankfurt. Frankfurt, ja, nee, ist aber auch nicht gut. Also mehr Spanien. Ja. Okay. Das ist halt mehr Spanien, das ist halt eher eine mediterrane Pflanze. Die kann unseren Frost hier nicht vertragen. Die hat so große grüne Blätter und die verdunstet viel zu viel Wasser im Winter, wenn der Boden gefroren ist und dann fallen die immer ab. Was mache ich jetzt? Bringe ich sie um oder Nein. Also entweder das, ja. Entweder man sucht sich Pflegeeltern in Spanien. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man diese nicht findet, dann schneidet man sie einfach ein bisschen zurück und nimmt auch diesen Ackerschachtelhalm. Weil dieser Ackerschachtelhalm, der sorgt dafür, dass die Pflanze widerstandsfähig wird. Also das ist wie, als wenn wir viel Vitamine essen gegen Schnupfen und Husten und ja, Heiserkeit. Apropos zu feucht, ich habe das Gefühl, seit wir Bewässerung verlegt haben im Garten, ist eben manches Mal das Rosenbeet dann zu, es gibt zu viel Wasser. Kann das auch ein Grund für bestimmte Krankheiten sein? Also Rose ist typisch, Rose ist so ein, ich meine, ist ein Sonnenkind. Ja, die braucht halt viel Wind um die Nase und viel Sonne. Und warum? Weil so ein Pilz, wenn der Pilz kommt, der braucht 3 Stunden Feuchtigkeit, bis dieser Pilz ausbrechen kann. Und wenn ich jetzt zu viel gieße, sorge ich dafür, dass diese 3 Stunden erreicht werden. Und dann kann der Pilz halt ausbrechen. Also immer versuchen, das heißt also, wenn zwischen den Rosen der Lavendel so hoch steht, runterschneiden oder irgendwas anderes nehmen. Dann dass sie atmen kann. Dass sie atmen und kann. Und nur so. Unten den Stamm gießen. Genau, und nicht aber da braucht überall man so gar nicht. So eine wie Rose oft ist soll man gießen? Gar nicht. Rose ist eine Tiefenwurzel. Eine Rose kann, was ich weiß, 5-6 Meter tief in den Boden gehen. Gott, ich mache ja alles falsch. Ich mache auch, ich gieße immer. Nee, Rose. Siehst du mal, wir sind so schlechte Mütter. Ja. Also der Sascha ist ja Baukja. Der Sascha baut ja gerade. Verwendest du auch viel Aufmerksamkeit auf die Gestaltung des Gartens? Ja, die Gestaltung des Gartens, ja. Die Pflege des Gartens. Die Pflege des Gartens habe ich mir jetzt gerade die besten Tipps abgeholt. Ich habe mich gefragt, ob man, wenn man jetzt eine Blume, also diese Pflanze. Ja. Du gesagt hast, wenn man die streichelt. Mimose. Ja. Ja, aber die sind doch anfällig. Oder heißt es nicht deshalb auch oder hat das miteinander Mimose hat damit überhaupt nichts zu tun. Mimose hat. Wenn ich die jetzt nachts anpuste, ne? Ja. Sie ärgert die das nicht dann? Ja, das weil sie eigentlich schlafen will? Ja, und das dann ja, so, die will aber. Das ist ja keine Tomate. Aufwachen. Ja, keine Tomate. Ah ja, okay. Aber Tomate kann ich nachts pusten und. Aber am Tage, weil nachts schläft auch die Tomate. Okay. Ja, nachts will sie auch gar nicht. Am wenn Tage. Du eine Fahne hast, dann tanzt sie. Genau. mit mir, Tango. Ganz kurze Frage noch. Wir haben natürlich Zuschauer auch aufgerufen, ihre Sachen einzuschicken und viele haben Probleme. Wir haben jetzt mal das erste Bild. Was machen wir in diesem Fall? Ein dramatischer Fall. Ja, hier würde Streicheln helfen, aber keiner will es machen. Ja, also ich würde mal sagen, das ist ein männlicher Kaktus. Und also ich würde die Schere nehmen, ich würde erstmal ein bisschen was abschneiden, weil das mir einfach darf viel zu mächtig wäre. Darf man Kakteen auch beschneiden? Nein, eigentlich. Doch, oder? Natürlich. Ich könnte jetzt den Kaktus, der da so runter ist, den schneide ich einfach ab und dann nehme ich ein bisschen diese Schnittstelle, nehme ich ein bisschen, Kohle oder irgendwas und tupfe die damit ab. Das ist dann desinfiziert, genau, und dann... dann erholt er sich wieder. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass er beim zweiten Mal etwas gerader wird. Ja, aber hier ist es halt einfach so, der hat einfach Übergewicht bekommen. Und dann, ja, manchmal kriegen die ein bisschen Schorf und dann wachsen Problem. Die um die Ecke. Wir alle kennen das. Ja, also absolut überhaupt gar kein Problem. Also da bräuchte ich, ja, also... Das, okay, aber das ist zum Beispiel ein Fall. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich einen Kaktus, der ja so schön sozusagen oben auch so, also dass man den einfach sozusagen zuschneiden kann. Zweite Frage, eine besorgte Zuschauerin hat uns ein Foto ihres Rasens geschickt und gesagt, ich glaube, das Problem ist hier, das steht unter einem Ahorn, gell? War das nicht das Problem? Genau. Ahorn nimmt die Sonne weg, Lage Südost und alles sehr trocken. Also das A und O bei einem schönen Rasen. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist erstmal, ja, habe ich jetzt nicht dabei, aber ich ernte, was ich sehe. Mhm. Ja, das ist halt ganz klar. Also wenn ich diese hochbegabten Berliner Tiergarten oder irgendwie, oder Fürst Pückler, hört sich gut an, ist aber meistens... nicht zu gebrauchen. Mhm. Ja, das ist immer A und O, erstmal die Saat. Und das nächste ist, dann kommt der Dünger und das dritte ist Licht. Das heißt also, wenn ich weniger als einen halben Tag Licht habe, empfehle ich eigentlich Rindenmulch, ja, weil es besser ist.
Ja, weil erklären Sie das mal den Kerlen. Ja, ne? Genau. Die und ihr Rasen, das ist ja ein Kapitel für ja, sich. Ja, das habe ich aber auch anders erlebt. Also ich habe das schon anders erlebt, dass die Männer mich anrufen und ganz fertig sind und sagen, meine Frau, die macht mich fertig, du musst jetzt vorbeikommen, du aber musst es gibt sie erklären. Aber es gibt doch Schattenrasen. Ja, ja, aber wenn ich den Schattenrasen erfinden würde, der wirklich im Schatten wächst, ja, ja, dann hätte ich jemand, der für mich hier sitzen würde ja, oder ja, so. Den könnte ich dafür bezahlen. Ja. So viel Geld könnte ich gar nicht verdienen. Also, die drei Rasentipps haben wir gerade gehört. Vertikutieren. Es wird jetzt überall vertikutiert. Macht das jetzt Sinn? Soll man später machen? Ich habe letztens gehört, säste im April, macht er, was er will. Säste im Mai, kommt er gleich. Also, ganz wichtig ist immer, ich sage mal, also vertikutieren. Grundsätzlich wird der Vertikutierer immer mit einer Fräse verwechselt. Ja? Das heißt also, wenn die Frau den Mann rausschickt, im März ist die Sonne scheint, raus zum Vertikutieren. Und wenn der Mann da nicht so einen Haufen zusammen vertikutiert hat, wird er wieder rausgeschickt, bis er endlich richtig arbeitet. Mhm. Aber das ist falsch. Das ist halt mal. Was macht man zuerst? Zuerst dünge ich meinen Rasen. Mhm. Erstmal sehe ich die Gräser, die noch da sind, die will ich erstmal mit Nährstoffen versorgen. Und danach mähe ich zweimal. Und wenn ich zweimal meinen Rasen gemäht habe, dann ist die richtige Zeit zum Vertikutieren. Oder wenn die Osterglocken verblüht sind. Ja, wenn ich setze mir ein paar Osterglocken in meinem Rasen. Und wenn die verblüht sind und weg sind, dann weiß ich, kann ich vertikutieren. So weil dann kriege ich die Frau auch rum, weil die sagt, lasst mir ja die Osterglocken stehen. Ja. Genau. So, dann muss man nicht zu früh ran an die genau, Arbeit. Genau, das ist immer. Ja, das also, ist dann, also wohl dem, der einen Balkon hat. Aber wirklich, ja, Hubertus ist gerade sehr froh und noch mal bestätigt darin, sich nicht demnächst einen Garten zuzulegen. Ich dagegen werde morgen alles zur Anwendung bringen, was ich bei Ihnen heute gelernt habe. Und so wird es hoffentlich vielen unserer Zuschauer gehen. Und ich hätte noch 40.000 Fragen, deswegen schlage ich vor, Sie kommen einfach normal. Ja. Super, dass Sie da sind. In der Zwischenzeit nehmen Sie sich auch einen Blick.